So, zuerst einmal haben wir geschaut, dass die Flügel so eine leichte V-Stellung haben. Wir nehmen ihn da unten an der Verdickung, dann lassen wir ihn einfach mal sanft nach vorne gleiten. Wenn er jetzt einfach gerade nach vorne fliegt und bestenfalls eine leichte Links- oder Rechtskurve hat, dann braucht man nichts mehr tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man probieren, dass man den ein bisschen mehr zusammenfaltet, dass die Flügel steiler stehen. Wenn das auch nichts mehr nutzt, dann kann man auch probieren, da am Ende die Flügel nach unten zu falten. Aber letztendlich sollte dann schon funktionieren. Und wenn das aber alles nichts nutzt, weg damit. Nicht jeder Flieger fliegt gleich und dann baut man einfach noch einmal. Jetzt schauen wir mal, was wir für verschiedene Manöver damit machen können. Das erste haben wir ja schon gemacht. Wenn er da gescheit fliegt, wir lassen ihn einfach mit einem mittleren Schwung so nach vorne gleiten. Passt, dann fliegt er. Und jetzt sollten wir mal probieren, mit mehr Schwung da zu arbeiten, aber noch nicht mit dem vollen Schwung. Schauen wir mal, wie er dann fliegt. Also man hat dann schon gesehen, jetzt macht er dann so Wellenbewegungen. Und jetzt probieren wir das einmal mit vollem Schwung abzuschießen, was dann passiert. Tja, jetzt haben wir also einen Looping-Flieger. Und für die nächste Übung, schauen wir, was der noch kann, muss ich mich gerade seitlich hinstellen. Da wäre jetzt die Möglichkeit, ich nehme ihn verkehrt rum, halte ihn da ein bisschen so über mir und lasse ihn dann einfach los. Wegfliegt er. Jetzt würde es mich gerade interessieren, ob das im Sommer auch funktioniert. So, was kann unser Kunstflieger noch? Ich kann ihn nehmen, aber die Schnauze zeigt nach unten und dann lasse ich ihn einfach los. Da könnte es jetzt passieren, dass manche nicht so groß sind wie ich und dann stürzt er natürlich im Boden hinein. Also da hilft es dann, wenn man vorsichtig auf einen Stuhl hinaufsteigt, aber bitte nicht auf einen Drehstuhl, sondern auf einen mit vier Beinen oder auf die Bank oder aufs Bett hinauf. Und wenn man dann höher oben ist, dann kann man das auch machen. Probieren wir das doch auch, indem wir ihn so da hinten halten und die Spitze nach oben zeigen lassen und jetzt einfach loslassen. Fliegt er auch gut. Der Kunstflieger, der kann noch mehr. Ich kann ihn zum Beispiel da verkehrt in die Hand nehmen und so mit dem Schwanz voraus einfach losschicken. Macht auch lustige Figuren. Und das Letzte, was wir jetzt noch probieren, gell, ihr seht schon, ich nehme das da so in die Hand, so an der Flügelspitze. Und jeder weiß, wie man Frisbee spielt, hoffentlich. Da nimmt man das und wirft es so aus dem Handgelenk heraus. Gell, ich nehme das also jetzt so und wie ein Frisbee schmeiße ich das jetzt weg. Macht doch auch lustige Figuren. Oder ob das woanders funktioniert. So, jetzt probieren wir als nächstes Folgendes. Gell? Wir klappen das da auf. So. Und tun einmal den Schwanz da weg. Dann klappen wir es wieder zu. Jetzt haben wir also ein schwanzloses Flugzeug. Schauen wir mal, wie der fliegt. Also das Ding fliegt schon. Ein bisschen instabiler als wie vorher. Ich tue das jetzt einfach wieder da dazu hinein. Es ist also nicht so sehr das Gewicht von dem Schwanz, das nicht im Gleichgewicht haltet, sondern es ist die Luft, wenn die da so vorbeiströmt, die da, wenn das jetzt so schief ist, den gerade richtet. Und wenn er auf die andere Seite ist, geht die Luft da vorbei. Und so haltet die den in einem stabilen Flugmodus. So, was könnten wir jetzt noch probieren? Wir haben doch da das letzte Mal schon so mit Büroklammern gearbeitet. Jetzt stecke ich dem einfach vor der Büroklammer drauf. Jetzt hat er also eine schwere Nase. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Ja, meiner fliegt. Und der nächste Versuch ist jetzt, Büroklammer wieder runter. Jetzt klemme ich den hinten einmal da mittig in den Schwanz hinein. Schauen wir, was da passiert, wenn er jetzt hecklastig ist. Ah ja. Schauen wir mal, was passiert. Na, oder besser. Also wenn der Kunstflieger da mit der Büroklammer vorne einen Sturzflug macht oder nur mehr hupft, wenn er hinten eine Büroklammer hat, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Das verändert
Also das Gewicht verändert schlicht und einfach die Flugeigenschaften. Das ist auch der Grund, warum so in Flugzeugen immer geschaut wird, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, dass die Flugeigenschaften sich nicht zu sehr ändern. Ja, das waren jetzt ein paar Experimente. Ich hoffe, ihr macht da auch ein paar Experimente. Und das wäre ja nicht schlecht, wenn ihr da das Handy einschaltet, filmt und einfach zeigt, wie da euer Flugzeug herumfliegt. Viel Spaß dabei!